Wir machen heute Baked Onion Pasta und das wird so lecker und das wird so wenig Arbeit, dass man sich fast ein bisschen dafür schämen muss. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Video. Moin moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Ja, anstatt Baked Onion Pasta hätte man das auch Arbeitsverweigerungspasta nennen können. Denn wie gesagt, es ist so wenig Arbeit und der Ertrag ist so groß, was dabei rauskommt. Zutaten haben wir auch nicht viel. Wir werfen mal einen Blick drauf. Wir haben hier Pasta nach Wahl. Ihr findet die genauen Mengenangaben in der Videobeschreibung. Wir haben Sahne, Olivenöl, ganz wichtig. Dann haben wir hier vorne Pfeffer. Bisschen Petersilie, Paprika, Salz, eine Limette, davon brauchen wir nur eine halbe. Und eine Knoblauchknolle. Ja, und hier geht's weiter mit Zwiebeln und das war's. Dann haben wir hier noch einen Dutch Oven, der kommt nicht auf den Herd, der kommt nachher auf den Grill oder in den Backofen, je nachdem wie ihr wollt. Und für die Pasta zum al dente kochen habe ich hier noch einen kleinen Topf mit gesalzenem Wasser. Ja, und da wir heute gar nicht so viel Arbeit haben und es auch recht schnell geht, will ich das gar nicht in die Länge ziehen. Ihr seht mich jetzt zum letzten Mal und dann wieder zum Probieren. Mit Zwiebeln schneiden fangen wir an und dann geht's los. Ja, so vier Zwiebeln schneiden wir einfach nur in Ringe. Dabei gar nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Also das ist wieder eine Aussage, mit der ihr nichts anfangen könnt. Ja, schaut mal so. Das passt schon. Einfach runterschneiden. Mehr ist es gar nicht. Ja, die geschnittenen Zwiebeln, die können schon mal in den Dutch Oven rein. Die Knolle Knoblauch, die schneiden wir hinten am Ende, hier an dem Ende, einmal runter. So, ja, das ist so in Ordnung. Ja, den größeren Teil der Knolle, den werden wir gleich benötigen. Den anderen schmeißen wir natürlich auf gar keinen Fall weg. Den kriegt der Hund. In unsere Zwiebeln geben wir jetzt einen anständigen Schluck Olivenöl. Ja, klar, ein bisschen was rein. Das sind ja einige Zwiebeln. Das sollte genügen. Dann kommt das Salz dazu. Paprikapulver. So, raus mit dir. Pfeffer. Und das Ganze werden wir jetzt schön miteinander vermengen. So, so reicht das. Und wir sehen, wir haben keine Scheiben mehr drin, sondern nur noch Ringe. So soll es sein. Das verteilen wir jetzt so ein bisschen, damit wir in der Mitte ein kleines Loch haben. Und nein, es kommt kein Tomatenmark rein, sondern wir geben unsere Knoblauchknolle rein. Und die bekommt auch nochmal einen extra Schuss Öl drauf. Und wir stellen das Ganze jetzt in den Grill, in direkte Hitze, 200 Grad für eine Stunde. Viertelstunde brauchen unsere Zwiebeln jetzt noch auf dem Grill. Und das Salzwasser kocht. Wir geben die Nudeln nach Wahl rein. Bei mir sind es hier diese schönen Capri-Nudeln. Pasta, nehmt da was ihr wollt, spielt überhaupt keine Rolle. Und die kochen wir jetzt einmal al dente. Unsere Pasta, die ist jetzt kurz vor fertig, klein bisschen bissfest. Der klauen wir noch ein bisschen Nudelwasser, ungefähr so 100 Milliliter. Ja, mehr, ein Stückchen noch, ein Stückchen Wasser noch. So müsste das auf jeden Fall genügen. Und den Rest gießen wir ab und dann schauen wir mal nach unseren Zwiebeln. Ja, die könnten nämlich auch soweit sein. So, liebe Dutch Oven Freunde, ein Stündchen war jetzt unser Dutch Oven auf dem Grill. 200 Grad hatte ich ja gesagt und jetzt schaut mal rein. Es blubbert noch. Das gefällt mir mal richtig gut hier. Ja, richtig schön schlotzig hier geworden alles. So, bis auf unseren Knoblauch. Den nehmen wir nämlich jetzt mal mit dem Löffel raus. Der kriegt noch eine Sonderbehandlung. Den werde ich jetzt mit der Gabel hier in den Topf ziehen. Ja, oder vielleicht, na gut, guck mal, ich werde den auf dem Löffel schon mal so ein bisschen zerdrücken zu Brei. Und das geben wir dann alles rein, bis auf die Haut, in unseren Topf. Kommt her, das mache ich mal eben. Ja, Knoblauch habe ich eben noch mal außerhalb ein bisschen ausgedrückt, damit wir auch alles drin haben und nichts verloren geht. Das verteilen wir jetzt. Das zieht hier einen Duft hoch, der ist Wahnsinn. Ja, dann geben wir unsere 100 Milliliter von dem Nudelwasser dazu. Theoretisch kann ich den noch mal kurz anstellen, wenn er hier drauf steht. Ist noch ein klein bisschen köcheln. Dann kommt die Sahne dazu. 250 Milliliter habe ich hier und der Saft einer halben Limette oder Zitrone, das spielt jetzt nicht die ganz große Rolle.
Wenn es leicht anfängt zu köcheln, dann schmecken wir einmal ab und würzen gegebenenfalls mit Pfeffer und mit Salz nach. So, ganz kleine Idee, Salz noch rein. Und noch was von dem frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Ja, und dann kommt schon unsere Pasta mit rein. Wird untergemengt. Wir stellen jetzt einfach mal auf die niedrigste Stufe hier. Vermengen das schön. Oh, es zieht einen Duft hoch von dieser Zwiebel-Knoblauchsoße. Wahnsinn! Dem geben wir jetzt noch 5 Minuten, bis sich die Pasta richtig vollgesogen hat. Und dann wird garniert und probiert. Richtige Konsistenz ist auch da. Herd aus und wir können gleich probieren. So, hängen die Zwiebeln schon richtig runter hier an der Seite. Boah, sehr gut, sehr cool. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen vom Arbeitsaufwand, wenn man da das Wort Aufwand benutzen möchte. Das ist echt flott gemacht. Ich werde jetzt probieren und dann sprechen wir, ob es wirklich so gut war für den kleinen Aufwand, den es am Ende dann gemacht hat. Wir haben probiert und haben gegessen und es ist einfach galaktisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das Essen hatte so eine gewisse Süße mit drin. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Ich hatte erst überlegt, ob ich anstatt Salz Zucker reingegeben habe. Hatte ich aber nicht. Und irgendwo kommt die Süße her. Vielleicht ja, wisst ihr woher. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Ja, der Aufwand war gering und es war richtig lecker. Wir würden jetzt gerne, Kameramann und ich, das noch komplett aufessen, weil so viel war es jetzt ja nicht. Ich würde sagen, ja, 2 Hungrige oder sonst 3 Personen reicht das Gericht vielleicht. Und die dritte Person kommt noch und die soll natürlich auch noch was bekommen. Machst du natürlich so ein Gericht nicht an Weihnachten oder wenn die Schwiegermutter das erste Mal zu Besuch kommt. Aber so mal für zwischendurch und so weiter ist das richtig, richtig lecker. Knoblauch ist sehr dominant, Zwiebeln sind sehr dominant. Ja, einfach cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt sportlich. Und wenn ihr mal noch ein älteres Video von mir gucken wollt, guckt mal hier. Ich blende euch noch mal 1, 2 ältere ein. Die sind nämlich auch richtig gut. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.